Es tut mir leid. Auf dieses Video habt ihr ein Jahr gewartet. Doch das Warten hat endlich ein Ende. Ich hole das Format aus dem Grab raus. Willkommen zu einer neuen Folge von Hey, die Lara sucht die Arbeit. Intro ab. Keine Arbeit heißt auch kein Geld. Hey, die Lara, lass es wieder krachen. Sie hat die Ideen, die nicht gut sind. Jawohl, denn gleich gibt's was zu lachen. Yeah. Die Lara heißt ich und jeder hier kennt mich. Sie sucht eine Arbeit, doch jeder sagt nein. Die Lara heißt ich, die ganze Welt kennt mich. Sie sucht und sucht, doch keiner will sie. Na, 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 na. Und? Wie fandet ihr das neue Intro? Schreibt es in den Kommentaren. In dieser Folge versucht die 18-jährige Dilara bei McDonald's zu arbeiten. Doch bevor sie die Burger verkaufen kann, muss sie sich beim Chef vorstellen. Haben die nix auf der Liste, wäre dann Dilara. Was soll das? Ah, sorry, wollen Sie auch? Nein! Dann bleibt mehr für mich. Packen Sie das Ding weg! Ah, geht doch. Jetzt können wir vernünftig reden. Sie haben sich für die Stelle bei McDonald's beworben. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Burger King war schon voll. Die nehmen keine weiteren Mitarbeiter. Also habe ich mir gedacht, dass Sie zu McDonald's gehen. Ja. Nö, danach habe ich es bei KFC probiert. Die wollten mich auch nicht. Also habe ich mir gedacht, McDonald's. Gut, was können Sie? Ich kann das. Oder auch das. Hören Sie auf! Ich meine, was ist Ihre Stärke, die Sie bei der Arbeit zeigen können? Ah, jetzt verstehe ich es. Meine Stärke. Ich komme gern zu spät. Ich glaube, dass der Chef mich mag. Ich wollte schon immer bei McDonald's arbeiten. Das ist ein Satz, den ich niemals in meinem Leben gesagt habe. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Die Lara wurde bei McDonald's eingestellt und ist für die Kasse zuständig. Ihre Aufgabe ist es, die Kunden freundlich zu empfangen und deren Hunger zu stillen. Wird die Lara ihren Job diesmal behalten können? Das schauen wir jetzt. Willkommen bei McDonald's und nicht bei Burger King, weil wir hassen Burger King und die haben mir den Job nicht gegeben. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gerne einen Cheeseburger. Mhm, ja. Wollen Sie die Gürkchen im Cheeseburger drin lassen? Nein. Nehmen Sie die Gürkchen bitte raus. Ei, ist leider nicht möglich. Was? Das können wir nicht machen. Ich verstehe das nicht. We cannot do this for you. Hast du es verstanden? Wieso fragst du mich dann überhaupt, ob ich die Gürkchen rausnehmen möchte, wenn das nicht einmal möglich ist? Einfach so. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Hallo, ich hätte gerne mal das Chicken Super Deluxe Burger Menü mit ein bisschen Pommes frites und dann nehme ich noch ein paar Chicken Nuggets, 4 Chicken Nuggets und ein bisschen Mayo und Ketchup und Cola, Coca-Cola mit ein bisschen Ampatz. Das war's. Kein Problem, ich wiederhole mal Ihre Bestellung. Einmal. Ey, sorry, aber ich habe leider nichts verstanden. Glückwunsch, ich habe nämlich auch von dir nichts verstanden. Soll ich meine Bestellung wiederholen? Ja, ich gebe dir noch eine Chance. Okay, also einmal das Chicken Super Deluxe Burger mit Pommes frites und dann nehmen noch 10 Chicken Nuggets und dann Coca-Cola mit Gürtelkronen. Das war's. Okay. Was war nochmal seine Bestellung? Ich habe keinen Plan. Oh, was bekommt er jetzt für ein Menü? Nichts. Also wartet er unnötig auf das Essen? Ja. Entschuldigung, wie lange dauert es noch? Nicht so lang, nur mehr Minuten. Wie bitte? Minuten. Echt, sorry, ich verstehe Sie aber nicht. Haben Sie einfach Geduld, Ihr Essen kommt gleich. Und hat der Kunde jemals sein Essen bekommen? Nö. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Yo, verdammte Scheiße, Mann. Ich will diesen Deluxe Burger probieren. Oh, sorry, ist leider ausverkauft. Echt? Nein, Spaß. Ach, Digga, ja, dann ist gut. War doch kein Spaß, ist wirklich ausverkauft. Ach, Manu. Sorry. Ey, Digga, komm schon. Kannst du vielleicht in die Küche schauen, ob der Burger wirklich ausverkauft ist? Ja, sicher, kein Problem. Einen Moment, bitte. Ach, fresh, Mann. Nee, sorry, ist wirklich ausverkauft. Ach, Digga, haben Sie auch wirklich gründlich nachgeschaut? Ja, soll ich nochmal nachschauen? Ja, bitte. Okay, kein Problem. Ja,
Ich habe überall gesucht, die sind wirklich ausverkauft. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Hallo. Na, Liebes, was geht? Ich will bestellen. Oh, natürlich, kleine Pups. Was willst du? Einen Burger und Pommes. Warte, ich habe ein Special-Angebot nur für dich. Ehrlich? Ja, was für ein Special-Angebot? Das Kinder-Deluxe-Angebot. Cool. Was bekomme ich da? Okay, pass auf. Du bekommst 2 Burger und musst nur 4 Burger zahlen. Was? Nimm 2, zahl 4. Ich kriege 2 Burger und zahle 4 Burger. Das ist nicht gut. Doch, es ist gut. Ich glaube, du verarschst mich. Nee. Ich denke aber schon. Würde ich nie machen. Ich mag das Angebot nicht. Doch, du magst das Angebot. Ich hole meine Mama. Nein, bitte hol nicht deine Mama. Mama! Oh, ich bin dann mal weg. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gerne einmal... Warten Sie, einen Moment bitte. Ich muss mal kurz unten dingsen. Okay. Wie lange soll ich noch warten? Gleich. Ich muss noch die Mayo mayonisieren. Na gut. Ja! Ja, die Mayo wurde mayonisiert. Ja. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Da ist sie. War das diejenige, die dich betrügen wollte? Ja. Guten Tag, Madame. Und hallo, kleines Kind, welches ich noch niemals in meinem Leben gesehen habe. Haben Sie ernsthaft versucht, die Burger meinem Sohn teurer zu verkaufen? Nein. Doch, das hat sie versucht. Dieser kleine Hosenscheiße will, dass ich meinen Job verliere. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Das war wahrscheinlich eine andere Mitarbeiterin. Pfui Kaki, eine schlechte Mitarbeiterin. Aber keine Sorge, die nächste Bestellung ist gratis für Sie. Okay, ja, das ist fair. Was wollen Sie? Ein Big Mac. Mhm. Und du, kleiner Mann? Ein Chicken Burger. Oh ja, deinen Chicken Burger wirst du bekommen. Einen Moment bitte. Ey, ich brauche ein Big Mac und ein Chicken Burger. Ja, kommt sofort. Oh, danke. Warte, kannst du in dem Chicken Burger noch extra scharf reintun und furz auf den Burger drauf? Drauf furzen? Ja, der Kunde wollte es so. Keine Ahnung. Okay. Und kannst du den Chicken Burger nehmen und dann in eine Kloschüssel so reintun? Ey, ich glaube, das darf ich nicht einmal. Der Kunde wollte es so, mach es doch einfach. Ah, okay. Hier. Ihre Bestellung, bitteschön. Danke. Viel Spaß mit deinem Chicken Burger. Danke. Und viel Spaß im Krankenhaus. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Guten Tag, die Lara. Was wollen Sie bestellen? Sind Sie noch am Überlegen? Klappe! Du verscheuchst uns die Kunden. Was soll das? Wollen Sie einen Cheeseburger oder einen Chickenburger? Die Lara! Ja? Ein Kind liegt gerade im Krankenhaus, weil sein Burger zu scharf war und er nach Furz gerochen hat. Ach, das arme Kind. Oh. Du hast ihm den Burger gegeben. Nee. Oh doch. Vielleicht. Das ist ein Verstoß gegen unsere Richtlinien. Wollen Sie neben dem Cheeseburger eine mittlere oder eine große Pommes? Ich bin dein verdammter Chef. Ich will nichts bestellen. Oh, mögen Sie etwa McDonald's nicht oder was? Oh. Raus! Okay. Sorry, darf ich ein paar Chicken Nuggets mitnehmen? Ey, die Lara sucht die Arbeit. Das war's dann wohl mit dem Job bei McDonald's. Wo soll sie es jetzt als nächstes versuchen? Polizist, Feuerwehrmann, Pilot, egal was, schreibt es in den Kommentaren. Falls ihr wollt, dass ich regelmäßiger Videos mit die Lara sucht Arbeit mache, dann gebt dem Video 10.000 Likes. Leute, wir schaffen das easy. Ich glaube an euch. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Heute gibt es kein kleines Dankeschön von mir, sondern ein etwas größeres Dankeschön. Ich verlose an euch 3x5 Euro. Ich habe gesagt, an euch. Wer ist euch? Das sind die Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Das heißt, abonniert kostenlos diesen Kanal und schreibt einen random Kommentar plus
euren Instagram-Namen, Snapchat-Namen, egal was. Ich muss euch einfach nur kontaktieren können. Ich suche mir 3 von euch aus und schicke euch entweder einen Amazon-Gutschein oder, keine Ahnung, PSN-Gutschein, egal was. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.